Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matteo Basquera und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in Adobe InDesign oder InCopy in der Funktion Suchen und Ersetzen mittels Grep, also regulären Ausdrücken, redaktionelle Aufgaben etwas effizienter wahrnehmen können. Zum Ersten suchen wir zwei Wörter, welche auf die gleiche Ausgangszeile kommen müssen. Ich suche somit nach einem beliebigen Wort, gefolgt hier jetzt im Beispiel mittels Unicode-Codierung ausgewiesen, gefolgt von einem Wortabstand. Darauf folgend wieder ein beliebig langes Wort, welches ich ändere in einer sogenannten Gruppe, in einer Fundgruppe. Und ich möchte, dass in dieser Fundgruppe alle Fundstellen durch keinen Umbruch voneinander getrennt werden. Optional kann ich natürlich noch sagen, das ist hier noch eingebaut im Ausdruck, dass nach dem zweiten Wort noch weitere Wörter folgen bis zum entsprechenden Zeilenende. Ich habe hier meine erste Fundstelle. Und wenn ich hier auf Ändern gehe, springt der erste Begriff, das erste Wort der Fundstelle, springt auf die Ausgangszeile und wird durch einen geschützten Leerraum mit den weiter darauf folgenden Wörtern geschützt verbunden. Die nächste Aufgabe ist, dass ich den Begriff Plastik hier einmal mit C und mit CK und mit K geschrieben vereinheitlichen möchte. Das heißt, ich suche nach dem Wortstamm und setze hinten die Variable C, CK oder K hinein. In Grep werden unterschiedliche Varianten einfach nacheinander im Suchausdruck aufgeführt. Und ersetzen möchte ich das durch die korrekt geschriebene Variante Plastik mit K. Das heißt, der erste Begriff ersetze ich. In Grep empfiehlt sich ab und zu nicht einfach auf alle ändern klicken, weil Grep sehr gierig ist, was die Änderungen angeht, sondern ich suche manuell und finde hier jetzt fälschlicherweise eine Stelle, die so nicht richtig korrigiert werden würde. Das heißt, hier empfiehlt sich ab und zu auch mal von Hand eine Korrektur dazwischen zu schalten. Weiter suche ich noch nach der dritten Fundstelle und die stimmt jetzt. Das heißt, ich habe meine Suche abgeschlossen und im ganzen Dokument sind die drei Varianten von Plastik vereinheitlicht. Kommen wir zum Thema Datum und Uhrzeit. Hier kann ich eine führende Null beispielsweise entfernen in einer Uhrzeit, wenn sie nach meinen Formatierungsvorgaben hier geschrieben ist. Das heißt, ich suche hier nach einer Ziffer, gefolgt von einem Punkt oder Doppelpunkt. Den Doppelpunkt muss ich hier noch entsprechend maskieren, weil das ein Meta-Zeichen ist in Grep. Und nach dem Doppelpunkt oder Punkt folgen ebenfalls wieder zwei beliebige Ziffern. Das Format ersetze ich durch nichts. Das heißt, dass entsprechend im Suchausdruck die gefundene Stelle gelöscht wird. Ich klicke hier jetzt nun auf Ändern, weil der Suchausdruck passt mir so und ich habe meine führende Null entfernt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass wir natürlich nicht nur führende Nullen entfernen, sondern auch entsprechend hinzufügen, zum Beispiel bei einem Monat oder einem Tag. Das heißt, ich suche hier auch nach einer beliebigen Ziffer, gefolgt von einem Punkt und der entsprechenden korrekten Zeichenfolge von einer Jahreszahl, welche entweder zwei- oder vierstellig ist. Ich habe hier meinen Monat gefunden und kann diesen nun mit einer führenden Null ergänzen. Ich gehe nochmals kurz zurück und zeige das noch am Beispiel von einer
zweistelligen Jahreszahl. Das funktioniert hier über den gleichen Suchausdruck, weil ich hier entweder zweistellig oder vierstellig drin habe. Zu guter Letzt möchte ich noch ein Schlusszeichen ans Artikelende setzen. Das heißt, ich habe mir hier der Jahreszeit entsprechend eine Schneeflocke in die Zwischenablage kopiert und ich suche nach einem Absatzende und ersetze das durch ein Achtelgeviert, gefolgt vom Absatzende, gefolgt von einem harten Return. Natürlich passt es hier bei gewissen Abschnitten nicht. Also ich springe an meine gewünschte Position. Das wäre jetzt hier zum Beispiel. Und ich füge das entsprechende Zeichen so ein. Vorsicht beim eigentlichen Abschnittsende vom Text. Hier kann Suchen und Ersetzen den Begriff nicht finden, weil wir hier ja nach einem harten Return suchen. Das heißt, ich muss hier zwingend am Textende bereits einen Return gesetzt haben und in diesem Fall finden wir die entsprechende Suchstelle, die wir gerne möchten und können das hier auch noch einfügen. Das wäre es von meiner Seite her für das Erste. In einem weiteren Beitrag werden Sie noch sehen, wie ich mittels Suchen und Ersetzen mikrotypografische Korrekturen ausführe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.